Hallo, meine Lieben. Ihr fehlt uns schrecklich. Wir sind alle zu Hause und passen auf, dass wir uns nicht mit Corona anstecken. Keine großen Spaziergänge zu fünft und so, ne? Ihr wisst Bescheid. Ihr fehlt uns. Und wir haben uns überlegt, wir würden euch gerne mit ein paar kleinen Musikschnipseln versorgen. Dinge, die ihr üben könnt, damit ihr fit seid, wenn wir uns das nächste Mal sehen. Ich habe mir eine kleine Übung ausgedacht, die in Zeiten von Corona tatsächlich nur zu Hause gemacht werden darf. Unbedingt nicht auf offener Straße, nicht in der U-Bahn. Ihr werdet wahrscheinlich direkt verhaftet. Aber zu Hause, ganz allein in eurem Wohnzimmer, ist die super, weil sie eure Stimme schön voranbringt. Ist ganz einfach. Und ihr übt damit wesentlich mehr, als ihr denkt. Und zwar ist es ganz einfach dieses Geräusch. Sehr schön übrigens, wenn man das in Zeitlupe abspielt. Falls ihr das könnt, macht das mal, sieht super aus. Filmt euch und macht. Ist ganz toll. Was bei der Übung passiert, ist was Schönes, denn der Atemdruck und das Stimmband flattern, ihr trainiert damit einen ganz stabilen Atemdruck. Das hat nachher eine gute Auswirkung auf eure Singstimme, denn die erfolgt dann durch der Luftfluss erfolgt gleichmäßig und damit auch euer Ton im Endeffekt. Ihr bekommt von mir einen Startton. Das ist der. Und ihr singt bitte einfach. Guckt mal, ob ihr singen könnt und gleichzeitig das Geräusch machen. Und guckt mal, ob das funktioniert. Wenn nicht, übt das zuerst, indem ihr kleine Verschwurbelungen singt, wie. Denkt euch was aus. Es ist völlig egal, welche Töne ihr dabei macht. Hauptsache, dieses Flattern funktioniert. Manchen hilft es, wenn man die Finger ein bisschen an den Mundwinkel legt oder ein bisschen zieht oder ein bisschen drückt. Das heißt, die Lippenspannung ist vielleicht noch nicht so ganz kontrolliert. Das kann man mit den Fingern so ein bisschen unterstützen. Vielleicht braucht ihr die irgendwann auch gar nicht mehr und dann könnt ihr die einfach wegmachen. Ne? Also probiert es mal. Ich singe euch mal die Übung. Es sind immer diese zwei Töne. Und ihr macht. Okay, probiert mal. Einer und dann drehen wir wieder um. Also, es ist eine Übung, die einerseits eure Singstimme trainiert, andererseits wirklich optisch was hermacht. Ne, das muss man ja heutzutage auch sehr darauf aufpassen, dass es optisch was tut. Was ihr danach üben könnt, wenn ihr das ein bisschen ausgecheckt habt, ist ein ganz toller Trick, den habe ich gehört, den Céline Dion zu Hause immer macht. Also ich meine, das ist doch das Ziel überhaupt, dass man eines Tages so singen kann wie Céline Dion. Also, macht genau das gleiche Geräusch und fangt relativ laut an, das heißt mit viel Tröpfchen. Und dann macht ihr dieses laute ganz langsam, immer leiser, aber das Flattern der Lippen darf nicht aufhören dabei. Also, es klingt so. Und wenn es leise ist, macht es danach wieder laut. Das heißt. Ja, am Rand sieht man gar nicht, macht das mit den Händen so ein bisschen mit. Könnt ihr gerne auch machen. Probiert es mal in allen möglichen Tonlagen und Tonhöhen. Ist eine ganz gute Übung zur Kontrolle eurer Atmung. Das bringt euch nachher in euren Stücken immens viel. Ich wünsche euch viel Spaß beim Üben. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Ganz liebe Grüße von Sommermusik.